So, 30 cm Stimmen, Jürgen. Super. Jawohl, einen wunderschönen guten Abend. Das erste Mal in 2014 hier aus dem Hirschen. Jürgens Musikszene. Heute Abend ein Überraschungsgast, und zwar den Jürgen Brinker. Einen wunderschönen guten Abend. Grüß dich. Super, freue ich mich. Hallo. Hallo. Erklär noch mal selber, was machst du so? Also ich würde sagen, das ist Singer-Songwriter-Musik mit eigentlich mit starkem Country-Einfluss, ein bisschen Oldies, ein bisschen, also viele eigene Stücke auch. Ja, das war uns gerade aufgefallen, auch einige eigene Stücke. Schön gemischt, immer wieder mit bekannten Liedern, wo man mitschunkeln und singen kann. Genau. Und dann immer wieder eine kleine Überraschung, was Eigenes. Genau. Look, Jana, come in. Ja, seit wann machst du Musik? Ich bin jetzt 45 und ich bin in der Schule angefangen mit 16. Also irgendwie 30 Jahre. In Bands, ja, die erste Band hatte ich, da hatte ich noch keinen Führerschein. 17. Hab die letzten 15 Jahre, also Ende des Jahres habe ich aufgehört, 15 Jahre bei Mountain Dew die Solo-Gitarre gespielt und gesungen. Wir haben Country und Rock'n'Roll gemacht. Vorher war ich bei Kentucky Five, das war ein ausschließliches Country-Programm. Davor ein paar verschiedene Blues, gerade Ausrocken-Dinger. Und seit Anfang letzten Jahres gehe ich alleine auf Tour und habe da jetzt richtig Spaß dran. Ne? Also es ist sehr unkompliziert, man ist sehr nah am Publikum dran und es macht richtig Spaß. Schöne Grüße von Johnny Hooker. Ist es denn als Band oder als Alleinunterhalter? Was ist denn einfacher oder schwerer? Das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Das ist so ähnlich wie ein Restaurant haben. Einer macht Pizza und der andere macht ein Fischrestaurant. Also völlig was anderes. Wir haben also auf großen Bühnen gespielt, Tag der Niedersachsen in wir haben bei Reiterbällen gespielt, bei alles Mögliche. Man ist da recht anonym und hier ist das so, man ist echt zum Anfassen. Ne? Man ist näher dran und es ist, in Wirklichkeit ist es unkomplizierter. Down the endless highway, into the sun.
denn für eine Abmoderation haben, lieber Jörg? Ja, witziger. Ja, aus dem Stegreif, Jürgen, weißt du, kann ich das nicht. Aber ja, auf jeden Fall, ich freue mich sehr, dass das heute Abend hier mal wieder geklappt hat bei uns im Hirschen. Wir hoffen, dass wir dich, Jürgen, das nächste Mal hier wiedersehen, wenn ein neuer Musiker in Aurich auftritt. Jetzt fällt er mir hier über den Stuhl, ey, unglaublich. Stell dich mal im Schuhloch.